Geht es dir auch richtig auf den Zeiger, dass du einfach nicht einen ganz flachen Bauch bekommst? Hättest du gerne eine schöne, schlanke Taille? Oder merkst du, dass hier vorne an deinem Bauch seit der Schwangerschaft irgendwas nicht stimmt? Dann kannst du davon ausgehen, dass du sehr wahrscheinlich eine sogenannte Rektusdiastase hast. Mit meinem System der Rückbildungsgymnastik bekommst du auf jeden Fall auch endlich deinen sexy Körper, deinen flachen Bauch und diese schlanke Taille, die du dir schon immer wünschst. Mein Name ist Maike Droste, ich bin Physiotherapeutin und Fitnesscoach und leite den Attraktivclub. Hier helfe ich Frauen, wirklich den Körper zu bekommen, den sie wirklich möchten, ihr Mindset richtig optimieren und dadurch ein freies Leben führen, so wie es als Mutter doch einfach wunderschön ist. Viel Spaß bei diesem Video und einer kleinen Trainingseinheit, was du machen kannst, damit dein Rektusspalt endlich wieder richtig schön zu ist. Damit du jedes Mal wieder mit diesem Video ganz schnell starten kannst, rede ich jetzt wieder am Ende nach den Übungen ein bisschen darüber, gebe dir wieder Geheimtipps, wie du deinen Rektusspalt noch wieder besser schließen kannst und jetzt wird erstmal wieder gestartet. Das Ganze wieder völlig stressfrei, ohne Zeiteinheiten, damit du dich genau darauf konzentrieren kannst, was da überhaupt genau passiert im Bauch. Dafür beginnen wir einfach damit, dass du dich ganz gemütlich hinstellst. Guten Kontakt zum Boden, aufrecht stehen, Schulterblätter runter, Schulterblätter hinten zusammen, damit du nicht irgendwie so komisch hängst, sondern wir wirklich in eine gute Körperhaltung trainieren. Dann nimmst du deine Hände an deine Taille und hältst sie hier einfach mal dran und fühlst mal, wenn du gerade nichts machst, wie weich es hier ist, ringsherum. Und dass du hier zum Beispiel deinen Rippenbogen hast und hier deinen Beckenkamm. Und dazwischen ist nichts. Hier zwischen ist gar nichts. Und genau an diesem Bereich, wo hier an der Seite nichts ist, nimmst du mal diese Fläche von deinen Händen und legst sie genau dahin. So, jetzt kann man sich praktisch zusammendrücken. Dadurch kommt vorne der Bauch so ein bisschen raus. Gleichzeitig drückst du aber deinen Mittelfinger und deinen Daumen auch mit rein. Das heißt, als wenn du dir einen zu engen Gürtel umfasst. Achte darauf, jetzt wollen immer die Schultern hoch, die bleiben aber unten. Okay, gut. Das heißt, das ist schon mal klar. Hier ist irgendwie nichts. Zumindest nur, also kein Knochen. Da hat der Körper aber einen ganz tollen Korsettmuskel eingebaut. Und den musst du jetzt trainieren, weil du ja vorne diesen Spalt hast. Selbst wenn er geschlossen ist, müssen wir sehen, dass wir das hier richtig festigen und dass deine Korsettmuskelfasern wieder richtig sortiert werden und ihre Aufgabe wieder richtig übernehmen können. Gut, das heißt, du drückst dich hier zusammen und jetzt müssen wir mal üben, wie kann man denn dieses Teil überhaupt anspannen? Ein super Tipp ist immer, du stellst dir vor, Haselnuss einziehen und Haselnuss zusammendrücken. Du hast im Bauchnabel eine Haselnuss, die will rein. Und du willst sie zusammendrücken. Mit Händen geht das immer viel einfacher. Du kannst, ich zeige das jetzt mal ein bisschen doller, du kannst deine Hände sozusagen mit nach vorne schieben, um diesen Spalt manuell, also mit der Hand, noch besser zu verschließen. Okay, jetzt ist es so, dass du die Haselnuss eingezogen hast und zusammen. Aber ob das richtig ist, weißt du immer noch nicht. Diese Spannung hältst du jetzt mal, so wie du meinst, wie du zu diesem Zeitpunkt maximal deinen Korsettmuskel anspannen kannst. Und jetzt huste mal. Wenn du hustest, sollte hier nicht mehr viel passieren, weil du hast den Korsettmuskel angespannt. Und das ist der große Hilfsmuskel zum Husten und der sollte sich nicht mehr doller anspannen. Also anspannen, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken und husten. Merk dir mal, was du da machst. Und jetzt tu mal so, als wärst du gerade zum Beispiel in der Kirche oder bei einer Rede und dürftest gerade nicht husten. Aber dieser Reiz kommt trotzdem. Und diesen Reiz sozusagen, diese Spannung vorher, versuchst du mal länger zu halten. Halten, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen und husten. Genau. So, das war der erste Test, wie man überhaupt diesen Korsettmuskel anspannt. Dieser Korsettmuskel schließt am Ende deinen Rektusspalt. So, jetzt ist der zweite Test, den du machen kannst. Jetzt hast du diese Spannung unter deiner Hand. Du hast ein bisschen mit deinen Fingern nachgeholfen. Und jetzt überleg dir mal, wie das wäre, wenn du jetzt gerade eine Verstopfung hättest und hinten der Ausgang ist einfach zu.
Du kannst nicht aufs Klo. Dann kann man noch Druck aufbauen und dann natürlich hinten schön schließen, sonst ist es nicht gut für den Raum und für deine Mitmenschen. Aber du drückst wirklich, als wolltest du hinten was rausdrücken, dann merkst du auch, dass hier drunter mehr passiert. Das macht man natürlich nicht ständig mit Druck nach hinten, aber so spürst du deinen Korsettmuskel. Also halten, halten, halten und mal einfach kurz locker lassen. Auch für die Finger, das ist ja doch ganz schön weit auseinander. Insgesamt ein bisschen lockern und dann wieder umfassen. Deine Finger helfen ein bisschen mit, Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammendrücken, alles nach vorne, Schulterblätter bleiben unten. Was denn noch alles, ne? Hinten zusammen die Schulterblätter, wir trainieren immer in eine optimale Körperhaltung. Und in diesem Punkt wieder Haselnuss ein, Haselnuss zusammen. Einmal husten, Verstopfung, genau, so muss das sein. Diese Übung kannst du einfach immer und immer wieder machen. Je besser du das fühlen kannst, desto weniger brauchst du auch deine Hände. Das ist nur eine kleine Hilfe und dieses, wie sieht es überhaupt aus? Wenn du jetzt nochmal locker lässt, so, jetzt kann man hier bei mir wieder reinfassen, ganz schwammig. Wobei, im besten Fall wird es dann natürlich immer weniger schwammig. Und es geht auch nicht darum, wie viel Dekoration du noch so von Weihnachten oder so überbehalten hast oder von den Weihnachten vor 8 Jahren, sondern es geht wirklich darum, wie viel Spannung hast du tief unten drunter. Und die wollen wir aufbauen. Mir ist es egal, wie viel du gerade wiegst. Die Rektusdiastase hat nichts mit Gewicht zu tun. Ich weiß sogar, dass das viele Bodybuilder haben, weil sie immer zu sehr an diesem Spalt gezogen haben. Also nochmal, du spannst es jetzt an. Verstopfung, jetzt habe ich es richtig. Ich nehme jetzt mal meine Hände weg und fühle mal ringsrum, wie sich das anfühlt. Bei den meisten, auch gerade wenn man vielleicht ein bisschen mehr auf den Rippen hat, da kann man es an der Seite eigentlich gut fühlen. Du gehst hier an die Seite und jetzt, wenn ich locker lasse, guck mal, was meine Finger machen. Die sacken rein. Ich spanne wieder an. Sie kommen raus. Locker anspannen. Aber nicht den Bauchnabel raus. Lass den Bauchnabel drin. Locker anspannen. Locker die Spannung vorm Husten bzw. der Verstopfung. Schulterblätter runter, Schulterblätter zusammen. Locker anspannen. Locker anspannen. In deinem Tempo. Wenn es zu schnell ist, mach es langsamer. Genau. Super. Immer im Wechsel. Hin und her. Hin und her. Und dann merkt man richtig, dass der Bauch so diese Ringsrum-Spannung hat. Das Ganze ist eine Übung, wo ein Teil von diesem gesamten Haus, das du hier praktisch hast, gefestigt wird. Beckenboden und Rektusdiastase bzw. Korsettmuskel gehören immer dazu. Das erkläre ich dir gleich nochmal hinterher. Aber wir nehmen den Beckenboden mit rein, weil sonst kommt zu viel Druck nach unten und das wollen wir nicht. Also, wir beginnen jetzt, weil wir jetzt hier im Rektusdiastasen-Video sind, hier mit. Du ziehst Haselnuss rein und zusammen, richtig fest. Achte auf deine Körperhaltung. Und jetzt stellst du dir unten den Beckenboden vor. Richtig schließen. Wie das noch perfektioniert wird, zeige ich in den Beckenboden-Videos. Das ist natürlich dann immer noch optimaler. Aber dass du überhaupt eine Spannung hier aufbaust, gleichzeitig Haselnuss ein, Haselnuss zusammen. Und wenn ich jetzt hier bei mir teste, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem Boxtraining machen würde, könnte der mir jetzt ringsrum reinboxen. Aber Haselnuss einziehen. Also Beckenboden fest, Haselnuss einziehen und zusammen. Wie bei der Verstopfung oder beim Husten. Und locker. Noch einmal. Rektusdiastase schließen oder die Spannung dafür. Haselnuss einziehen und zusammen. Verstopfung, Husten, wie geht's? Immer zur Not im Eimer husten, wieder fühlen. Da du hast ja 2 Hände. Fühl, ob hier wirklich die Spannung sich erhöht. Und Beckenboden unten schließen. Alle 3 Anteile. Ganz wichtig, dass du lernst, alle 3 Anteile anzuspannen. Halten, halten, halten. Genau, super. Richtig halten. Und wieder lösen. Auch das immer wieder in den Alltag integrieren. Reden wir gleich auch nochmal rüber. Aber dann hast du es jetzt auch nochmal gehört. Und da man ja nicht am Anfang die geraden Bauchmuskeln nehmen darf und am besten auch nicht die oberen schrägen, nehmen wir jetzt den unteren Teil der schrägen Bauchmuskeln. Das heißt, wir bauen unsere Spannung wieder auf. Wenn du gleich Gleichgewicht brauchst, einfach Flügel ausbreiten. Ansonsten sind sie an deinem Körper oder testen wieder. Korsett eng, das heißt Haselnuss einziehen, Haselnuss zusammen. Richtig festmachen hier
und Beckenboden fest, richtig Beckenboden anspannen, alle drei Anteile, wenn du noch nicht weißt, wie es geht, so doll anspannen, wie du kannst. Und jetzt nehmen wir mal bewusst ein Bein hoch und spannen nach, Beckenboden und Korsett nachspannen, Schulterblätter bleiben unten, nachspannen. Wenn du das Knie hochziehst, ganz bewusst nachspannen und hoch, Schulterblätter bleiben unten, Beckenboden fest, aber vor allen Dingen Haselnuss einziehen und dabei wirklich Korsett anspannen. Guck nochmal, wie es beim Husten ist, guck nochmal, wie es ist, wenn du Verstopfung hättest, da sollte dann kein Unterschied mehr sein. Richtig trainieren, trainieren, trainieren. Das Wichtigste ist immer der Kopf. Wenn dein Kopf das umsetzen kann, kann der Rest vom Körper das auch. Immer im Wechsel hochziehen, hochziehen, hochziehen. Wenn du merkst, dass das sogar schon zu viel ist und du kannst die Spannung nicht halten, dann lässt du die Beine weg. Das ist nun mal eine Steigerung. Das sind vielleicht jetzt nicht ganz so viele Übungen, aber du wirst sehen, genau darauf kommt es an. Dieses Anspannen, Entspannen, Anspannen, Entspannen, dieses Gefühl dafür zu kriegen. Vorher natürlich, wie geht das überhaupt? Wie spanne ich denn jetzt überhaupt einen Korsettmuskel an? Und wie du dann am Ende steigern kannst, wie du dahin kommst, dass du deine Lieblingssportarten wieder machen kannst von vorher, das zeige ich dir dann noch, wie das Ganze geht. Jetzt geht es erstmal wirklich darum, diesen ollen Spalt mal richtig zu schließen, damit du dein Leben genießen kannst und einen richtig flachen Bauch bekommst. Wir werden jetzt aber noch ein paar Tipps und Tricks dazu besprechen, damit es noch leichter wird. Hast du denn jetzt schon nach der Schwangerschaft für dich trainiert, aber bekommst einfach nicht das Ergebnis, was du gerne hättest? Oft bekommt man von irgendwelchen Profis, seltsame Tipps, wo man merkt, das bringt mich überhaupt nicht ans Ziel, sondern vielleicht sogar noch weiter davon weg. Weißt du, wann du wieder deine Lieblingssportart machen darfst, die du schon vor den Schwangerschaften gemacht hast? Beziehungsweise fragst du dich, was darf ich denn jetzt überhaupt nach der Schwangerschaft machen, um richtig toll auszusehen? Wenn du merkst, dass dein Bauch einfach nicht so wird, wie er sein soll, dann möchte ich dir an dieser Stelle erstmal die Hoffnung geben, es ist erstmal total egal, wie lange die Geburten her sind. Viele Frauen melden sich auch erst nach vielen, vielen Jahren nach den Schwangerschaften, weil sie merken, sie bekommen es einfach nicht hin oder checken jetzt erst, dass es wirklich um diese Rektusdiastase geht, weil es ihnen vorher keiner erzählt hat. In der Schwangerschaft bzw. bei der Geburt, dann werden sowohl Bauch als auch Beckenboden einfach sehr überlastet. Es wird alles auseinandergezogen und danach, nach der Geburt, ist eben alles sehr weich und überdehnt. Die beiden Korsettmuskeln helfen. Die beginnen hinten an der Wirbelsäule, ziehen hier einmal ringsrum und verbinden sich hier vorne mit einer Sehnenplatte, mit einer bandhaften Verbindung. Und das Ding ist halt einfach, dass das jetzt kaputt ist. Sowohl die Muskelfasern hier innerhalb des großen Korsettmuskeln sind total, ja, unsortiert und der Spalt ist erstmal größer und die Fasern dazwischen eben kaputt. Das ist ein Problem und das kann aber dein Körper wunderbar wieder hinbekommen. Wie gesagt, egal wie lange das Ganze her ist. Ist es gerade frisch, ist es natürlich am besten. Deswegen arbeite ich auch gerne mit Frauen schon in der Schwangerschaft zusammen, damit sie direkt wissen, was sie nach der Geburt machen können, damit der Spalt schnell wieder richtig zugeht. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt an, egal wo du gerade stehst. Wenn wir jetzt also sehen, dass es drei Faktoren sind, dann weißt du, wie wichtig es ist, dass wir deinen Kopf richtig darauf drillen, hier echt gute Arbeit leisten zu können. Bedeutet also, wir müssen den Muskel wieder sortieren, dass die Fasern nicht so ringsrum liegen, sondern wirklich stramm da drin sind. Wir wollen, dass der Spalt sich schließt und wir wollen, dass hier zwischen wieder neue Fäden gebaut werden, die das Ganze schön zusammenhalten. Und du weißt ja, ein Spinnfaden hält weniger als drei Spinnnetze ineinander, die wirklich ein richtig gutes System gebildet haben. Ich möchte, dass du hier zwischen das perfekte System bekommst, das dich hier wirklich richtig zuhält. Hast du überhaupt schon einen Rektusdiastasentest gemacht? Du musst auf jeden Fall diese drei Punkte in den Griff kriegen. Das heißt, das Sortieren, das Schließen, das Verbinden.
Denn wenn du das nicht machst, dann sage ich dir, dass dieser Spalt immer eher größer wird bzw. dir immer mehr Probleme bereitet. Und was wir nicht vergessen dürfen, das ist ja nicht nur Dekoration, diese Verbindung, sondern dein Korsettmuskel, der hat eine Aufgabe. Von innen hängen die ganzen Organe da dran, die jetzt absacken und den Druck bis nach unten auf deinen Beckenboden erhöhen. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie eine Beckenbodenschwäche haben, also eine Inkontinenz, weil sie eigentlich oben die Rektusdiastase haben. Und das Traurige ist, es sagt ihnen auch keiner. Und leider ist die Inkontinenz nicht die einzige Folge. Falls du jetzt meinst, es geht nur darum, ob man sich in die Hose macht oder ob man einen flachen Bauch bekommt oder eine schlanke Taille, das sind alles super wichtige Punkte. Aber du musst wissen, es melden sich auch Frauen bei mir, die haben zum Beispiel 5 Finger breit Platz hier zwischen. Beziehungsweise sie definieren es zum Beispiel, dass da eine Männerfaust reinpasst. Ja, das gibt es. Und das Problem ist, je weiter dieser Spalt ist, desto eher besteht auch die Gefahr, dass man zum Beispiel beim Überhang seinen Darm oder ähnliche Organe wirklich dazwischen einklemmt. Und das ist natürlich eine Begleiterscheinung, die wir überhaupt nicht möchten, die wir aber auch nicht einfach in Kauf nehmen müssen. Sollte das jetzt schon bei dir soweit sein, dann sage ich dir, je mehr du dein Gehirn darauf trimmst, dass dieser Spalt sich schließt, wird dieser Spalt immer mehr zugehen, genauso wie bei anderen Frauen, die ich schon betreut habe. Und du wirst merken, die Lebensqualität wird einfach so viel besser dadurch. Wenn ich eins in meiner Akademie beobachten konnte, dann, dass du es wirklich schaffen kannst, dass selbst wenn deine Rektusdiastase männerfaustbreit geöffnet ist, dass du es langsam hinbekommst, dass sie nur noch 3 Finger breit ist, 2 Finger breit ist und irgendwann dieses Ziel von 1 bis 1,5 Finger Breite erreicht. Und das ist natürlich ein richtig gutes Ergebnis und ich freue mich, dass ich den Frauen dabei helfen kann durch diese enge Zusammenarbeit in meiner Akademie. Und nicht, dass du dir nur die späten Folgen ersparst, sondern du bekommst deinen flachen Bauch und die schlanke Taille. Falls du dich jetzt fragst, wie Maike Droste dir jetzt überhaupt helfen kann, weil du doch viel zu weit weg wohnst, dann sage ich dir, ich arbeite immer online mit den Frauen und trotzdem bekommen sie diese Ergebnisse. Du musst nicht einmal durch die halbe Welt fliegen, nur um irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten. Du kannst dir einfach zum Beispiel ein Gratisgespräch sichern. Das kannst du auf meiner Internetseite. Oder du schreibst mich bei Facebook an, denn dort kann ich auch mit dir genaueres besprechen und ich erkläre dir das an alles, wie du zu deinem Ergebnis kommst. Wenn du natürlich die VIP-Variante möchtest, dann komm doch zu mir in meine Mami Refresh Akademie, denn hier geht es wirklich rund, hier bin ich für die Frauen da und dann geht es natürlich richtig flott, damit du deine Veränderung auch schnell spürst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Und abonniere doch diesen Kanal, weil hier werden noch unglaublich viele Videos zu dem Thema Rektusdiastase, Rückbildung und Inkontinenz kommen. Und natürlich auch, wie du dein Leben verbessern kannst. Wenn du ihn abonnierst, dann denk aber auch an das kleine Glöckchen, weil nur dann sagt YouTube dir Bescheid, wenn ich wieder ein tolles Video für dich aufgenommen habe. Und dann wirst du sehen, je mehr Informationen, desto besser kann dein Gehirn deine wichtigsten Regionen ansteuern und wirklich verändern. Stell dir doch jetzt einfach mal vor, wie schön das wäre, wenn du heute startest und dann schon in 2, 3 Wochen auf jeden Fall die ersten Ergebnisse siehst. Wenn du merkst, dass deine Figur sich endlich Richtung weiblich richtig verändert und dass du deinen flachen Bauch bekommst, wie du ihn vor der Schwangerschaft hättest. Weißt du noch, wie schön das war, als du an einem Punkt warst, wo du gerne an dir runtergesehen hast, egal ob da ein Oberteil drüber war oder nicht? Andere Frauen bleiben einfach bei der Aussage, ach, ich nörgel ein bisschen rum und ich finde das einfach blöd oder man redet sich jetzt ein, ach, ich bin ja Mutter, dann ist das nun mal so. Oder du sagst, so wie das bei dir bestimmt ist, ich möchte das jetzt wirklich anpacken, ich möchte, dass es anders ist und ich möchte um eine Operation herumkommen. Denn das muss überhaupt nicht sein, denn eine Operation löst nicht dein Problem. Immer noch ist dein Muskel nicht durchtrainiert, er ist immer noch nicht sortiert, deine Verbindungen sind nicht da, es ist einfach nur künstlich geschlossen, aber was du damit machen sollst, weißt du trotzdem nicht. Ich bin mir sicher, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ich fände das super, wenn wir beide Kontakt hätten, damit ich dir deine Fragen individuell beantworten kann und dann steht deinem flachen Bauch und der schmalen Taille überhaupt nichts mehr im Weg. Viel Spaß und viel Erfolg wünscht dir Maike Droste.